Nein, Mr. President, ich habe Ihnen gesagt, ich kann jetzt nicht. Ich muss jetzt Shorts gucken. Ja, liebe Leute, willkommen. Wir gucken heute wieder die besten Shorts aller Zeiten auf der ganzen Welt. Und es geht sofort los. Hab ich zu Zoe. Oh, das ist mir jetzt aber nicht lieb. In 2 Stunden kommt die Familienhelfer. 9-jähriges Mädchen wird von der Mutter heimlich gestalkt. Wollt ihr jetzt lachen? Hab ich zu Zoe. Oh, das ist mir jetzt aber nicht lieb. In 2 Stunden kommt die Familienhelferin. Dann triffst du dich doch mit ihr. Tschüss. Aber wenn du mir versprichst, dass du dann wieder da bist, dann kannst du 1 Stunde jetzt gehen. Ja, danke. 1 Stunde ist doch voll zu wenig. Du brauchst schon für den Hinweg so, keine Ahnung, 20 Minuten bestimmt. Also. Wieso guckt die so? In großer Sorge folgt Viola ihrer Tochter und auch dieses Mal beobachtet sie, dass die Grundschülerin an der Bushaltestelle wartet. Die Reaktionen sind geil. Die haben die bestimmt einfach extra alle so nacheinander gefilmt. So, mach mal so. Mach mal so. Mach mal so. Danke. Diese Gesichtsausdrücke von ihr. Ja. Wieso sehen ihre Gesichtsausdrücke so aus wie, als wären das so typische YouTube-Clickbait-Thumbs? Ja, genau. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, vielleicht packe ich die in das Thumbnail rein. Könnt ihr mir nicht erzählen. Du kannst auch nicht alleine Bus fahren. Hey, die ist 9. Natürlich kann man mit 9 schon alleine Bus fahren. Hatte ich ganz schreckliche Angst. Ich möchte gerne wissen, wo sie hinwollt. Ja, geiles Deutsch. Möchte gerne wissen, wo sie hinwollt. Möchte gerne wissen, wo sie hinwollt. Wir bauen uns mal einen Bus und tun, als würden wir alle mit dem Bus fahren. Sollen wir das mal machen? Okay. Haben Sie vielleicht ein paar Stühle? Haben Sie vielleicht ein paar Stühle? Nein, die sitzen immer auf dem Boden. Wie du das hinkriegst, dass du die Mama überzeugen kannst. Mama, ich kann das. Schon wieder dieser Gesicht. Oh, wie lustig. Ich muss mein Mikro runterdrehen. Lange nicht mehr gesehen. Wie? Ich verstehe es nicht. Ey, irgendjemand muss sie noch tragen. Hier ist das Vögelchen. Was das so ultra authentisch macht, finde ich, ist so dieses Fehlen von diesem normalen Gleichgewichtspunkt, den man so eigentlich als Mensch hat. So, der ist ja eigentlich so an der Hüfte, aber bei Marionetten hängst du, also die hängen ja an Fäden und dadurch ist natürlich dieses ganze Gleichgewicht, was man so denkt, was man als Mensch hat, komplett anders. Und das kriegt er einfach so gut hin. Guten Morgen. Mein Stuhl fehlt. Ja, wir haben einen zu wenig. Hol doch einen aus der Nachbarklasse, ja? Ey, boah, das war das Schlimmste, wenn man früher als junger Mensch so in die Nachbarsklasse musste, um irgendwas zu holen, ey. Das war so schlimm. Die Nachbarklasse? Das ist doch kein Problem für dich, oder? Nee, das ist gar kein Problem. Ich geh schon. Entschuldigt, wo ist euer Lehrer? Was willst du? Ich wollte nur nach einem Stuhl fragen. Ein Stuhl also, setz dich in den Mülleimer. Bitte was? Setz dich in den Mülleimer. Ich glaube, ich frage lieber in einer anderen Klasse. Es ist so authentisch. Ey, ist das nur, also hab nur ich das Gefühl oder war die Nachbarsklasse immer die schlimmste? Also warum war man selber nie in der schlimmsten Klasse? Das muss untersucht werden wissenschaftlich. Meine Eltern haben sich genau so kennengelernt. Ey du, kannst du kochen? Kannst du putzen? Kannst du gut kochen? Dich nehme ich. Ich koste aber sehr viel. 1000, 10.000, 2000, 8000, 3000, 5000. 3.500. 4.500. Okay, machen wir. Okay. Spaß beiseite, es war nämlich genau andersherum. Meine Okay. Okay, guter Twist. Hiermit verurteile ich dich zum Tode durch Verhungern. Hast du einen letzten Wunsch? Ja, ich wünsche mir täglich, bis ich verhungert bin, dass meine Tochter mich besuchen darf. Okay, bringt ihn weg. Alles klar. Komm mit. Und rein mit dir. Hallo, ich würde gerne meinen Vater besuchen kommen. Alles klar, ich muss sie kurz abtasten. Kein Essen. Okay, Sie können reingehen. Danke. Hallo, ich komme zum täglichen Besuch meines Vaters. Es sind Wochen vergangen und dein Vater ist immer noch nicht Oh Mann, ich weiß jetzt schon, was passiert. Ich glaube, ich habe so eine Vermutung. Ich muss dich nochmal kurz abtasten. Okay, kannst rein. Hallo, ich komme zum täglichen Besuch deines Vaters. Ich weiß. Abtasten kurz.
Chef, es sind Monate vergangen und der ist immer noch nicht verhungert. Da ist doch was faul. Das stimmt. Oh, sind Sie schon fertig mit Ihrem Besuch? Ja, heute habe ich ihn nur kurz besucht. Alles klar, dann entschuldigen Sie kurz die unhöfliche Frage, aber haben Sie vor kurzem ein Baby bekommen? Woher wissen Sie das? Naja, ich will nicht unhöflich sein, aber Ihre Brust haben Sie gerade eben noch gestillt? Oh ja, hatte ich! Okay, Leute, markiert jetzt mal bitte alle Rezo in den Kommentaren. Nein, Scherz. Oder doch, macht das. Nein, Scherz. Ach doch, macht das. Nee. Ach, was ist egal, macht das einfach, Mann. Das ist gut für den Algorithmus und was soll's. Mahlzeit, dürfte ich Ihren Anglerschein bitte sehen? Anglerschein? Wozu? Ich brauch keinen. Doch, du hast da Fische in deinem Eimer und zum Angeln brauchst du hier eine Lizenz. Das gibt sonst ein fettes Bußgeld. Ach so, das hier sind keine geangelten Fische, das sind meine Haustierfische. Haustierfische? Ja, ich lasse sie alle aus dem Eimer, sie schwimmen eine Weile herum und wenn ich dann pfeife, springen sie wieder in den Eimer. Ich hab sie sehr gut trainiert. Laber doch nicht. Zeig... Das ist eine geile Idee. Geile Idee. Ich glaub dir das nicht. Okay, und jetzt... Habt ihr den Herr Anwaltfisch gesehen? Sie zurück? Wen zurückrufen? Deine Haustierfische. Welche Fische? Hä, war der Trick jetzt, dass er die Fische los wird? Einfach so und dann halt quasi kein Beweis gegen ihn ist? Wahrscheinlich. Saskia, ich glaube, ich habe mir den Arm gebrochen. Oh, geh mal weg, das sieht ekelhaft aus. Saskia, ich habe was für dich gemalt. Was ist das denn? Das sieht scheiße aus. Wo hast du Zeichnen gelernt? Im Kindergarten oder was? Meine Mama sagt immer, ich kann gut malen. Hau mal ab jetzt bitte. So, Kinder, ich habe gehört, dass der Kevin heute im Morgenkreis etwas für uns vorsingen möchte. Kevin? Wenn ich groß bin, geht's ab mit meinem 50 Sportwagen in einem blauen... Huch, Feueralarm. So, Kinder, Zweierreihe und dann folgt ihr mir nach draußen. Saskia... Name klingt wie ein Esel. Hm? Sask Ia! Aua! Fröhlich! Kevin war's! So, vor dem Mittagsschlaf lese ich euch noch was vor. S von Stephen King. Der kleine Georgie ist das erste Opfer. Oh Mann, das wäre so lustig. Ich würde mein Kind in so einen Kindergarten. Ich hatte als Kind irgendwie so gar nichts mit so Horrorsachen zu tun oder Horrorfilmen oder so. Und das kam erst richtig spät bei mir, dass ich auch mal so entdeckt habe, was die auch in Amerika für krasse, heftige Sachen da haben, die man hier in Deutschland halt einfach nicht gesehen hat, so weil die normal nicht im Fernsehen liefen und dann halt irgendwie vielleicht nur unter der Ladentheke verkauft waren. Also googelt das jetzt nicht, aber sowas wie halt Evil Dead oder Brain Dead oder das Ding aus dem Eis. Aber das war mega krass und dann habe ich das in eine Zeit lang echt irgendwie so richtig gesuchtet und gefeiert. Krasse Filmfakten Harry Potter Edition. Daniel Radcliffe hat bei den Dreharbeiten von Harry Potter etwa 70 bis 80 Zauberstäbe kaputt gemacht, weil er immer so getan hat, als wenn das so Schlagzeug-Drumsticks wären. Wenn Harry, Ron und Hermine in den Filmen Hausaufgaben gemacht haben, dann haben sie tatsächlich ihre echten Hausaufgaben aus der echten Schule gemacht. Sie gingen da... Ja, okay, du hast halt, ne... Gleich. Eben noch zur Schule, mussten also auch Hausaufgaben machen und das hat eben Zeit gespart. Als Daniel Radcliffe seine Rolle... Also das mit den Hausaufgaben, ne, wenn die da so sitzen und warten, das dauert echt immer lange. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die halt während die Kamera eingestellt wurde und das Licht eingestellt wurde und so, dass die dann vielleicht wirklich die Hausaufgaben gemacht haben. Wobei es vielleicht auch nicht so produktiv war, dass da irgendwie 200 Leute um die rumgerannt sind die ganze Zeit irgendwie und naja, weiß ich auch nicht. Okay, ich weiß nicht ganz, ob ich das glauben soll. Für Harry Potter bekommen hat, da haben ihm seine Eltern erlaubt, zur Feier des Tages 30 Minuten länger aufzubleiben als sonst. Und zum Abschluss noch ein paar... Schick das Video an die Person, ja. Ich schreib ne Nachricht, doch was ich sehe, geht gar nicht. Ja, denkst du, dass du ein Star bist? Denn deine blauen Haken sind aus. Schau einfach mich an, ich antworte so schnell, ich kann ja... Ja, das bin ich nicht. Denkst du, wer du bist, Mann? Denn deine blauen Haken sind aus. Ich find... Spaß hab dich lieber, aber das mit dem blauen Haken geht gar nicht wirklich. Oh, ich brauche so lange immer, um Nachrichten zu beantworten. Das Problem ist bei mir immer, ich sehe das, wenn ich die... Also mittlerweile habe ich mein Handy komplett auf lautlos, so gar nicht, dass ich wirklich nur die Nachrichten bekomme, wenn ich es aktiv in der Hand habe. Weil bei mir ist das so, ich gucke dann so drauf, sehe, da ist eine Nachricht, aha, und dann ist die als gelesen markiert und aus meinem Sichtfeld raus. Und dann vergesse ich das halt manchmal einfach. Ja, Leute, das war's schon wieder mit dem... Ja... Mr. President, ich hab Ihnen gesagt, ich kann jetzt nicht, ich hab gerade den Duftschlag abgelaufen.